Hallo, da bin ich wieder und heute dreht sich bei mir alles um Lidschatten. Ich habe meine Top 10 Lidschatten of all times und ever und sowieso für euch rausgesucht und habe sie in dieser Glossy Box schon mal gesammelt, damit ich sie euch jetzt zeigen kann. Und ich denke, ich greife einfach rein und zeige sie euch und werde jetzt nicht nach irgendeiner bestimmten Reihenfolge gehen, sondern einfach so, wie sie rauskommen, kommen sie immer raus. Der erste Lidschatten ist einer, den ich erst seit kurzem habe. Der ist von Catrice und der ist neu im Sortiment. Das ist die Farbe 700 Jeans Dean und ist so ein Jeans Blau. Und der ist so schön und schimmert so toll. Wenn ich jetzt hier von jedem Lidschatten schwärme, dann liegt das einfach daran, dass es ja meine Lieblingslidschatten sind. Ne? Also nicht wundern, wenn ich jetzt bei allem sage, boah, der ist so, so, so toll. Also, der hier schimmert total schön, aber eben nicht so, dass man denkt, boah, Glitzer, Glitzer, sondern einfach wirklich ein schöner, angenehmer Schimmer. Ich swatch euch die jetzt natürlich alle und ich werde euch aber auch noch einen Blogpost dazu schreiben, weil man einfach auf Fotos das besser sehen kann. Wie mache ich das am besten? Auf der Hand, glaube ich. Da kann man das ganz gut in die Kamera halten. Natürlich werde ich euch auf dem Blog das auch so swatchen, dass ich das nochmal mit einer Base mache und ohne und beides fotografiere und das, so erkennt man es einfach am besten. Aber ich habe jetzt hier keine Base drunter, sondern swatch sie euch einfach so, damit ihr mal so einen ersten Eindruck habt. Das ist also der Jeans Blaue. Wunder, wunder, wunderschön. Und ich hatte euch letztens gefragt, ob ihr damit mal so ein blaues Smoky Eye sehen möchtet, ein Tutorial. Und ihr habt gesagt, das wollt ihr sehen und deswegen bekommt ihr das auch. Ich glaube, ich mache sie jetzt doch in einer Reihenfolge. Ich mache sie einfach nach Marke. Genau. Also ich mache mit Catrice weiter. Das hier ist ein wunderschönes Elfenmoos-Waldgrün und schimmert auch richtig schön. Der heißt Don't Touch My Maserati Nummer 640. Und seit ich den habe, habe ich ihn echt viel benutzt. Also ihr seht, da ist schon so eine kleine Delle drin und man kann auch schon im Fännchen den Schimmer richtig schön erkennen. Und oh, der ist so toll auf dem Auge. Meine Augen haben so einen kleinen Grünstich noch mit drin im Braun und das kommt so gut. Wenn ich grüne Lidschatten trage, dann kommt das richtig gut raus. Und oh, der ist so, so toll. Also am Anfang krümelt er ein bisschen, da muss man aufpassen. Aber wenn man ihn dann auf dem Auge hat, dann ist er einfach ein Traum. Wirklich, wirklich schön. Ja, ihr seht hier im Sonnenlicht, wie schön die beiden schimmern. Echt toll. Und dann, wo wir jetzt einfach bei Catrice sind, kommt noch der letzte von Catrice, von meinen Lieblingslidschatten. Und das ist einer von meinen All-Time-Favorites. Schon ganz, ganz lange liebe ich heiß und innig. Das ist die Nummer 400, My First Copperware Party. Und ist so ein schöner Taubbraunton. Wunder, wunderschön. Auch mit einem Schimmer. Auch der hat schon eine Delle. Und der ist so toll, mit dem kann man einfach alles schminken. Ihr könnt damit ein total dezentes Augen-Make-up schminken oder auch ein bisschen Richtung braunes Smoky Eye. Also der ist wirklich toll. Schaut euch den mal im Laden an. Also wenn ihr den nicht habt, das ist einfach ein Lidschatten, den ich allen nur empfehlen kann. Auch weil der sich so gut verarbeiten lässt, auch für Schminkanfänger einfach toll ist. Dann habe ich hier einen von Gina Tricot, der total gut zu diesem Braun von Catrice passt. Das ist die Farbe 57 Earth. Den gibt es im Online-Shop zu kaufen. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt. Alle Sachen, die ich euch hier zeige, gibt es im Moment aktuell auch zu kaufen. Ich habe ihn im Laden einfach gekauft, aber wie gesagt, ihr könnt ihn auch bestellen, wenn ihr keinen Gina Tricot in der Nähe habt. Und das ist so ein, auch ein Taubton, aber ein bisschen mehr ins Aubergine gehende, auch mit einem Schimmer. Und ich sehe schon, gleich sind meine Finger komplett voll und ich muss erstmal ein Taschentuch holen. Der ist von der Pigmentierung nicht ganz so stark wie der von Catrice, aber ist auch ganz weich im Auftrag und auch wunderschön. Einen Finger habe ich noch und danach muss ich mir die Hände waschen gehen. Von Essence liebe ich den hier heiß und innig. Das ist so ein Roseton und der heißt Strawberry Ice Cream Shimmer Effekt Nummer 68. Und ist, oh ja, wie gesagt, ich sage jetzt hier bei allen, dass sie total toll sind, aber wie gesagt, sind halt einfach meine Top 10 Lidschatten. Die muss ich alle loben. Und der wirkt auf dem Auge echt einfach wie so, oh, man sieht ihn so gar nicht, so sieht man ihn, oh, wie so ein richtig schöner Schimmer. Seht ihr das, wie toll der in der Sonne glänzt? Also echt toll. Und wenn ihr den auf dem Auge habt, dann braucht ihr fast eigentlich gar nichts anderes und könnt einfach eure Wimpern ganz dick tuschen und habt dann so einen frischen Effekt irgendwie. Also natürlich fühlt es sich nicht frisch an, sondern ihr habt so ein ganz frisches Aussehen einfach. Jetzt gehe ich mir kurz die Finger waschen. Ihr seht, hier sind die ganzen Lidschatten dran und hier ist auch kein Platz mehr. Und dann komme ich gleich wieder und zeige euch die restlichen 5. Weiter geht's mit sauberen Händen. Ich habe wieder genug Platz, um alles zu swatchen. Und habe von Essence noch hier so ein Duo rausgesucht, was ich auch wirklich, wirklich oft trage. Das ist die Nummer 04 Irresistible Caramel Cream.
Oh, beide Farben sind so toll. Aber die, die ich euch zeigen möchte, ist die hellere von beiden. Und zwar ist das hier, ihr seht es schon auf dem Finger, da sieht es vielleicht weiß aus. Auf der Hand hoffe ich, dass man es ein bisschen besser erkennen kann. Es ist wirklich so ein richtig schöner Champagnerton, der auch wieder einen wunderschönen Schimmer hat. Ganz ähnlich wie der rosane, aber eben nochmal ein ganz anderer Unterton. Und der ist vom Effekt her ähnlich wie der rosane. Ihr könnt beide wirklich so alleine tragen und dann einfach nur Wimperntusche dazu. Und braucht wirklich nichts anderes. Das liebe ich an solchen Lidschatten, wenn man die mit dem Finger einfach auftragen kann an so einem Tag, wo man gar nicht groß Zeit hat, sich zu schminken und trotzdem ein bisschen frischer aussehen will. Ich mache dann mit derselben Farbfamilie weiter und habe hier einen weiteren Champagnerton. Der ist von Lush und heißt Elegant. Ihr könnt mit Champagnertönen nichts falsch machen. Egal welche Augenfarbe ihr habt, Champagnertöne sehen immer edel aus und sind relativ einfach aufzutragen, dadurch, dass sie eben hell sind. Und ihr könnt damit wirklich einfach nichts falsch machen. Also ich bin der Meinung, jede Frau sollte mindestens einen Champagnerton in ihrer Schminksammlung haben. Der hier ist eben in so einem Fläschchen und hat hier drin einen kleinen Applikator. Damit könnt ihr das auftragen. Ihr könnt das aber auch erst auf einen Pinsel tun. Also ihr könnt hier mit dem Pinsel aufnehmen, ihr könnt mit dem Finger das hier aufnehmen, wie ihr möchtet. Oder ihr könnt es direkt aufs Auge auftragen und dann mit dem Pinsel oder mit dem Finger verwischen. Ich finde, dass die sich richtig gut einfach mit den Fingern einarbeiten lassen. Ihr könnt auch einen Pinsel nehmen, aber ich finde es mit den Händen viel, viel einfacher. Ich verteile euch den. Die haben eine ganz abgefahrene Konsistenz. Die sind am Anfang so cremig und feucht. Und die trocknen dann durch und dann halten sie halt total gut. Also wie ihr seht, das hier ist ein etwas dunklerer Champagnerton. Ich habe den jetzt relativ dick aufgetragen. Ihr könnt ihn aber auch, mal sehen, ob ich das hier noch hinbekomme. Genau, ihr könnt ihn auch dünner auftragen und dann habt ihr hier so einen leichteren, helleren Effekt. Aber auch so ein wunderschönes Braun. Ihr könnt den alleine auftragen, ihr könnt den in die Lidfalte auftragen. Ihr könnt mit dem eigentlich alles machen. Ich liebe den so, so, so sehr. Und die riechen so lecker nach diesen typischen Lush-Sachen. Also halt nicht so extrem wie die Seifen, aber die riechen auf jeden Fall gut. Dann mache ich hier mit dem zweiten von Lush weiter, den ich rausgesucht habe. Der heißt Instinktiv und ist Kokiri Grün. Ich liebe Grün. Ich liebe Grün einfach über alles auf den Augen. Und auch der selbes Prinzip hat hier eben so einen kleinen Applikator. Und ihr seht das hier schon, ja, der hat so einen richtigen Metallic-Effekt und der sieht so abgefahren auf den Augen aus. Richtig schön. Auch der ist am Anfang, genau wie der andere, so ein bisschen flüssig. Also so sehen die erst aus, flüssig. Und dann, wenn man es verteilt, könnt ihr ihn einarbeiten und wenn er dann trocknet, hält er richtig gut. Und ihr seht, der schimmert ohne Ende. Und der sieht so toll aus auf den Augen. Wirklich so, so schön. Wenn ihr den mit einem Braun kombiniert oder mit einem Champagnerton, echt ein Traum. Dann kommen wir zu den letzten beiden und die sind in dieser Palette von Sleek. Das ist meine Lieblingspalette von Sleek. Das ist die Storm-Palette und die kann ich euch allen einfach echt nur wärmstens empfehlen. Die kostet um die 8 Euro oder so. Man muss sie halt bestellen leider. Aber ihr bekommt dafür echt ganz gut was fürs Geld. Da sind nämlich 12 verschiedene Farben drin. Ich versuche mal den Spiegel zuzuhalten, dass der euch nicht so blendet. Die sind richtig, richtig toll und wie ihr seht, da sind überall Dellen drin. Also ich benutze die alle recht häufig. Meine Lieblingsfarben sind allerdings diese beiden hier am Rand. Jetzt blendet euch der Spiegel doch. Also diese beiden, dieses Aubergine und dann dieses Rose Gold daneben. Das sind meine absoluten Lieblingsfarben aus der Palette und ich swatch euch die natürlich beide. Das Rosé Gold ist wirklich so ein Traum. Das ist so eine schöne Farbe, die ich sonst echt noch nie gesehen habe, so auf dem Drogeriemarkt. Und man kann schon wieder nicht so richtig das erkennen, wie ich das möchte. Es ärgert mich immer. Aber wie gesagt, ich swatch euch das ja alles noch auf dem Blog. Dieser Aubergine-Ton, der hat noch so einen Kupferstich irgendwie mit drin und beide, beziehungsweise alle in dieser Palette, haben eine richtig gute Pigmentierung, lassen sich gut auftragen, lassen sich gut verarbeiten und ihr könnt die auch richtig gut verblenden. Das waren sie, meine Top 10 Lidschatten. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingslidschatten sind. Ich gucke mir sowas immer super gerne an und gerade wenn es im Drogeriebereich ist und da Tester sind, dann schnüffel ich mich da gerne mal durch und schaue mir eure Empfehlungen an. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Lidschatten, den ich vergessen habe, den ich nicht kenne, der total toll ist, wo jetzt irgendwie 10 von euch sagen, wow, den musst du dir angucken, dann schaue ich mir das auf jeden Fall an. Gut, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, tschüss!